Der Münchner Liebfrauendom ist mit seinen beiden markanten Hauben das Wahrzeichen der bayerischen Landeshauptstadt. Seit 1802 ist die Kathedrale Sitz des Erzbischofs von München und Freising. 365 Tage im Jahr werden hier Gottesdienste gefeiert. Haupt- und ehrenamtliche Helfer von der Lektorin bis zum Domorganisten sorgen dabei für eine feierliche Liturgie. Zahlreiche Touristen aus aller Welt bewundern die kunsthistorischen Schätze des Bauwerks. Alle Augen schauen also auf den Dom zu unserer lieben Frau. Grund genug, einen Blick hinter die Kulissen dieses kleinen Universums zu werfen. Ich arbeite hier seit 2 Jahren. Ja, und die Kirche, die ganze Kirche gehört zu unserem Gebiet. Also wir haben die Bänke, der Altarraum, die Krypta, oben die Empore. Alles, was dazugehört. Ja, ich arbeite 4,5 Jahre. Und ich jeden Tag komme in Augsburg, München. Und zu früh aufstehen. 5 Uhr, 5:30 muss weg und 5:30 zurück nach Hause. Unterwegs den ganzen Tag. Und jeden Tag putzen, jeden Tag ein bisschen liberal. Normalerweise jeden Tag 1 Stunde, 8 Stunden, ja. Und ungefähr 3/4 Stunde ist Pause. Frühstück 15 Minuten, halbe Stunde Mittagpause. Und 7:45 bis 4 Uhr Nachmittag, 9 Stunden arbeiten. Seitenkapellen putzen wir, abstauben, Spinnewadel wegmachen, ne? Ja. Also es ist schon viel Arbeit, ja. Weil die Gemälde, die stauben wir nur trocken ab, ja. Die machen wir nicht nass. Genauso wie oben, das wird nicht nass gewischt, sondern nur abgestaubt. So viele Leute jeden Tag, ungefähr 2.000, 3.000 Leute jeden Tag laufen, so viel Besuch, so viele Gruppen, italienische, japanisch, deutsche, Kinder so viel kommt Besuch und Kindergarten so viel Besuch. Ja. Und mein Job ist wunderbar und die Leute ist sehr nett und der Domfahrer ist sehr gut im Büro, alles Leute super wunderbar. Und ich bin fröhlich, arbeite in dieser Kirche. Ich soll sagen, ich sage, der Altarraum ist leichter wie die Bänke. Ne? Ja. Warum? Ja, er ist ein Stein. Man kann leicht wischen, die Bänke, die. Dass wir nass machen und schwierig, die hochklappen, die Bänke. Ne? Normalerweise 2 Wochen, 3 Wochen immer Schrubbenbänke. Mit Schrubbe, mit Putzmittel und ja, immer Hand. Was ich sage. Ich halt für den Heiland, ne? Für unseren Gott. Und da ist das irgendwie halt ein anderes Gefühl. Also wenn ich eine heilige Messe vorbereite, dann braucht man natürlich zuerst die liturgischen Gaben. Die Hostienschale für die Hostien und den Kelch für den Priester. Dann haben wir noch das Schultertuch, das der Priester umlegt. Das wird auch schon vorbereitet. Dann werden die Hostien vorbereitet. Da haben wir auch eine eigene Schublade, wo die Hostien gelagert werden. Das sind die Hostien für die Gläubigen und die große Hostie für den Zelebranten.
Wenn halt während des Gottesdienstes der Domzeremonial Befürchtung hat, dass die Hostie nicht reichen oder dass was abgeht oder sowas, dann sind wir da, um zu reagieren. Ja, so eine Art Feuerwehr und so eine Art Notdienst, wenn irgendwas ist, dass wir dann sofort eingreifen können und nach Möglichkeit Abhilfe schaffen. Wir sind grundsätzlich zu zweit, weil ja der Dom keinen Ruhetag hat sozusagen. Wir teilen uns den Dienst auf und an den besonderen Tagen wie Feiertage oder bei großen Bischofsmessen sind wir in der Regel zu zweit. Dann brauchen wir natürlich die liturgischen Bücher. An den Sonn- und Feiertagen wird das Evangeliar vorbereitet. Dann braucht man natürlich ein Messbuch, wo die liturgischen Texte des Tages drin sind. Und dann braucht man natürlich auch das Lektionar, in dem die Lesungen des Tages stehen. Das ist unser Tagestresor, in dem wir einen Teil unserer Kelche und Hostienschalen, die etwas wertvoller sind, aufbewahren. Im Laufe der Jahrhunderte sammelt sich natürlich in einer Domkirche einiges an und wir haben hier sehr schöne Barock- und Rokoko-Kelche, die eben auch an den Feiertagen verwendet werden. Hier haben wir auch Kelche für die großen Konzelebrationen, damit jeder Priester und jeder Teilnehmer im Presbyterium auch Kelchkommunion nehmen kann. Dann müssen natürlich die Sachen, die draußen in den Altarraum gehören, müssen natürlich dann rausgetragen werden und in der Sakristei werden dann noch die Gewänder eben vorbereitet, die der Priester und die Diakone anlegen. Ja, hier zum Beispiel ist in dem Schrank sind die Privatgewänder der Geistlichen, die sie eben im Laufe des Jahres oder des liturgischen Ablaufs benötigen. Also ich habe die Meterzahl leider nicht im Kopf, aber es sind mehrere Meter. Dann haben wir hier die Untergewänder für die Priester, die sogenannten Alben. Die haben wir natürlich auch in verschiedenen Größen, von 145 cm bis 170, also weil natürlich es große und kleine und dicke und dünne gibt. Mhm. Und in der Regel sollten wir für jeden Priester jeweils da haben. Wir können bis zu 20 Priester im selben Ornat mit Messgewändern anziehen und bis zu 50 Priester mit Mantel, Albi und Stola gleich ausstatten. Im Grunde genommen sage ich immer, es ist alles gleich wie in jeder anderen Pfarrei auch, weil ja der Gottesdienst und die Abläufe ja relativ gleich sind, aber alles ein paar Schuhnummern größer. Monsignore Huber, kann man jetzt sagen, dass Sie kein normaler Pfarrer sind als Dompfarrer? Ich denke, dass es ein Teil ist, dass man normaler Pfarrer ist, weil ich denke, Priester zu sein ist ganz wichtig, dass man das auch hier ist in der Kathedrale. Das andere ist natürlich das, dass die Pfarreisituation eine völlig andere ist als die, die man sonst Land auf Land ab so kennen. So kennt einfach. Wie ist die Pfarreisituation? Die Pfarreisituation ist eigentlich die, dass nur 311 Katholiken auf dem Gebiet der Dompfarrei wohnen und dass dadurch natürlich sich eine ganz andere Pastoral ergibt. Das heißt, viele Leute kommen in den Dom hierher, weil sie gute und schöne Gottesdienste mitfeiern wollen. Musik, Liturgie und Predigt spielen da eine wichtige Rolle und das gute Zusammenspiel all dessen. Dann gibt es natürlich viele Touristen, die auch hierher kommen, um den Münchner Dom, das Wahrzeichen Münchens, anzuschauen und von den Kunstschätzen her dann, denke ich, immer katechetische Dinge zu entwickeln. Das sind so
Schlaglichter, die ein bisschen darauf zielen, was wir hier am Dom auch so alles zu tun haben. Und dann ist natürlich der Dom als die zentrale Bischofskirche mit vielen Gottesdiensten, die das ganze Bistum betreffen, eben auch immer beschäftigt. Mhm. Welche Aufgaben konkret hat jetzt ein Dompfarrer? Was machen Sie? Der Dompfarrer hat tatsächlich jetzt einmal sich darum zu kümmern und zu sorgen dafür, dass Seelsorge für die hier Wohnenden stattfindet und dass eben auch die Menschen, die jetzt eben die Seelsorge suchen und in den Dom kommen, dort Ansprechpartner finden, dass Gottesdienste gefeiert werden, dass die Vesper gesungen wird, dass Rosenkranz gebetet wird, dass das Leben des Domes mit Geistlichem erfüllt wird. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Und dazu gehört natürlich dann auch viel Organisatorisches und Planerisches dazu, also die Zelebranten einzuteilen und dafür zu sorgen, dass eben immer auch welche da sind, um die Kirchenmusik sich auch mitzusorgen, um die Gottesdienste, die der Bischof hält, diese vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass alles entsprechend dann auch läuft. Das ist der eine Teil und der andere ist dann auch, dass der Dom natürlich auch ein großer Betrieb ist. Mhm. Wir haben viele Leute, die hier arbeiten und auch um die habe ich mich als der unmittelbare Dienstvorgesetzte natürlich zu kümmern. Das geht angefangen von den Putzfrauen eben bis hin zu den Seelsorgern, die mithelfen, hier am Dom zu arbeiten. Sie haben es vorher schon angedeutet, ein ganz kleiner Kreis von Katholiken, aber viele Besucher, viele Touristen, die hierher kommen, auch aus anderen Ländern, fremdsprachige Seelsorge, sage ich da jetzt auch mal. Was sind denn da auch noch jetzt die Anforderungen an Sie als Dompfarrer, wenn Sie es mit Besuchern zu tun haben, die sich das vielleicht auch als Kulturgut einfach nur anschauen wollen, den Dom? Ich glaube, ich habe es vorhin schon einmal ein bisschen angedeutet. Also die Anforderung ist eigentlich dann auch die, dass man eben aus dem Kulturdom dann tatsächlich das Zeugnis, katechetische Zeugnis dann auch, denke ich, versucht herauszuholen. Der Dom ist ja auch deswegen auch so gebaut worden, dass man sich alles das, was wir glauben, ein bisschen bildhaft auch tatsächlich vorstellen kann. Und dies ein bisschen miteinander zu verbinden, das ist eigentlich schon eine wichtige Aufgabe und sie gelingt manchmal mehr und manchmal weniger. Und natürlich gehört dann eben auch dazu, dass man ein paar Fremdsprachen auch kann, zumindest sich zu verständigen weiß in diesen Sprachen, um dann auch den Leuten zumindest einmal sie herzlich willkommen zu heißen hier im Dom und dann eben auch zu zeigen, dass es nicht nur ein Kulturgut ist, sondern dass es ein lebendiges Zeugnis ist, wo Menschen beten und da sind. Sie teilen sich ja quasi immer als Dompfarrer den Dom mit dem jeweiligen Erzbischof, sage ich jetzt mal, in dem Fall jetzt mit Kardinal Reinhard Marx. Kann man jetzt sagen, also abgesehen von dem ganz obersten Chef, wer ist denn der Chef hier am Münchner Dom dann? Das ist so, dass der Chef eigentlich oder für den Unterhalt und für das alles das Domkapitel zunächst zu sorgen hat. Und insofern eigentlich auch die Anstellungsträger von denen, die hier arbeiten, ist zunächst einmal das Domkapitel. Und in Abstimmung mit dem jeweiligen Erzbischof haben dann die Dinge so müssen die Dinge eigentlich dann so geregelt werden, dass eben der Erzbischof als Kathedrale die Kirche auch wahrnehmen kann. Ist, fragen sich ja vielleicht viele Menschen jetzt, ein Gottesdienst, den ich im Dom besuche, in irgendeiner Art und Weise eine Pontifikalmesse, ein großer Gottesdienst, vielleicht sogar höherwertiger als einer in einer anderen Kirche? Also von Höherwertigkeit würde ich in diesem Fall überhaupt nicht sprechen, denn alle Gottesdienste und alle Gebete, die ganz egal, wo sie stattfinden, denke ich, haben ihre eigene Wertigkeit. Es kommt, denke ich, durch die Atmosphäre vielleicht dann manches in besonderer Weise eben auch zum Ausdruck. Und das erzählen mir die Leute dann auch immer wieder, die an einem Pontifikalgottesdienst oder an einem sonstigen festlichen Gottesdienst im Dom hier teilnehmen, dass eben gerade die feierliche Liturgie sie ganz besonders mit hineinnimmt und dass sie dadurch immer auch ganz besonders angerührt sind. Und das, denke ich, ist dann schon etwas Besonderes. Vielen Dank für das Bitte, Gespräch. Gerne. Dankeschön. Danke.
gesprochen, ne? Vor dem Gottesdienst stimmen wir uns ab, also an welchen Stellen wird gesprochen, wie zum Beispiel jetzt heute ist eine Kerzenweihe unter der Orgelempore. Das heißt, dort muss ein Mikrofon stehen. Also wir stimmen uns vorher ab, wo wird gesprochen, wo soll gehört werden, verwenden wir die Leinwände. Und wenn das alles geklärt ist, dann können wir das eben aufstellen und auch testen. Und dann im Folgenden beginnt irgendwann der Gottesdienst und wir müssen halt dann schauen, ist die Aussteuerung richtig, ist die Sprache laut genug. Und gleichzeitig müssen wir Bilder für die Leinwände produzieren. Das ist also diese Bildregie sozusagen, die zu meinen Aufgaben gehört. Und ansonsten haben wir noch die Predigtaufnahme. Bei der Predigt muss eben mitgeschnitten werden und das auch noch während des Gottesdienstes ins Internet hochgeladen werden. Und am Schluss müssen wir es wieder abbauen. Das ist sozusagen der Ablauf, der sich da so typischerweise ergibt. Der Herr Domzeremoniar stellt einen Ablaufplan vorher auf, der auch mit dem Erzbischof abgestimmt wird, also wo es auch um die liturgischen Texte geht und solche Dinge. Und das steht alles auf dem berühmten gelben Zettel, das ist unser Laufplan. Und da steht dann drin, was ist besonders, was müssen wir beachten. Und davon speisen wir uns alle, dass wir also wissen, aha, es ist am Ende zum Beispiel noch ein marianischer Gruß, man geht zur Mutter Gottes. Das ist also unser Regiebuch. Den Rest muss man dann eigentlich wissen. Also wann kommt jetzt was, in welcher Reihenfolge, wo tritt jetzt wer an welches Mikrofon. Das müsste man schon wissen, das steht in dem Zettel auch nicht drin. Also auf dem großen Bildschirm sieht man die Vorschau. Damit kann man sich ein Bild suchen, das dann auf die Projektion geht nachher. Und auf dem kleinen Bildschirm sieht man tatsächlich, was jetzt auch auf den Leinwänden angezeigt wird. Wir haben jetzt noch einen Fall, nämlich dass tatsächlich immer wieder recht feierliche Gottesdienste direkt live ins Internet gestreamt werden. Das ist ja auch so, man darf ja Gottesdienste, also Eucharistiefeiern, nur zeitgleich übertragen. Also nicht aufzeichnen und irgendwann später ausstrahlen. Also das machen wir auch, zum Beispiel an Ostern oder in der Karwoche werden einige Gottesdienste live auf die Homepage vom Erzbistum München und Freising übertragen. Da braucht man dann tatsächlich drei Techniker, das ist der Extremfall sozusagen. Da brauchen wir jemanden für das Audio-Video-Streaming, wir brauchen einen Tontechniker und jemanden, der die Bilder macht. Also bis zu drei, wenn es ein bisschen weniger ist, also ohne Streaming, dann können wir es auch allein unter Umständen hinkriegen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich stehe tatsächlich hier in der Vorsakristei. Ein bisschen schade ist, man kann selber kaum den Gottesdienst mitfeiern. Das ist das Problem aller Mesner oder hier Beschäftigten. Die Andacht ist nicht so hoch bei dem Gottesdienst, weil man muss ja aufpassen, stimmt es technisch? Und das ist eine andere Sache, als ob ich mitbete in dem Sinn. Wir probieren es, aber es gelingt nicht immer, muss ich sagen. Den Domtechniker gibt es in der Form natürlich nicht. Ich habe ursprünglich mal Theologie studiert, das ist nicht fertig gemacht, muss ich sagen. Ich habe dann auch Jura studiert und bin eigentlich EDV-Berater. Ich bin aber auch am Dom seit 1977 als Ministrant. Es gibt so alte Ministranten, kann man sich nicht vorstellen. Wir haben sogar noch ältere und ich bin sogar im Pfarrgemeinderat hier. Bin also dem Haus verbunden, sage ich jetzt mal. Und deswegen hat sich das gefunden, dass ich das ein bisschen kann und dann sucht man halt jemanden, der mehrere Anforderungen erfüllen kann. Das war dann ich. Brüder und Schwestern, eure Ältesten ermahnen. Ich bin als Lektorin an den Dom gekommen im August 2008. Letztlich aus Begeisterung darüber, wie hier Gottesdienste gefeiert werden. Als Lektorin hat man nur die Aufgabe, aus der Bibel vorzulesen. Also das sind ja Lesungen aus dem Alten Testament oder aus der Apostelgeschichte oder aus den Briefen. Mir geht es jedenfalls so, dass ich beim Vorlesen vertieft bin in den Text. Man nimmt zwar wahr, dass die Leute nach oben schauen, dass die Leute aufmerksam sind, aufmerksam zuhören, aber man ist so in den Text vertieft. Also wir haben einen sehr großen Kirchenraum, der zwar gut mit Lautsprechern ausgestattet ist, aber natürlich sollte man möglichst deutlich sprechen, damit die Leute auch bis zur letzten Reihe den Text erstmal gut verstehen, damit sie überhaupt die Chance haben, die Worte wahrzunehmen. Also ich bereite mich zu Hause vor. Ich lese den Text laut. Wir wissen ja, welche Texte drankommen. Es gibt ja einen Plan dafür. Und den jeweiligen Text bereite ich dann laut zu Hause vor, um mich auch selbst zu hören und meine Stimme zu kontrollieren. Also wir haben einen relativ regelmäßigen Plan. Ich bin jeden zweiten Sonntag eingeteilt, entweder in der 10 Uhr Messe oder in der Abendmesse, ab und zu auch am Vorabend, also am Samstagabend.
und jeden zweiten Dienstag zur Abendmesse. Für mich bedeutet das Lektorenamt, den Menschen, die unsere Gottesdienste besuchen, die Begegnung mit Gott zu ermöglichen durch das Wort. Also natürlich kann ich das als Lektor oder Lektorin nicht durch mein persönliches Auftreten oder durch das bloße Vorlesen an sich, aber ich kann mein Möglichstes dazu beitragen. Also ich kann meine Stimme leihen, ich kann meine Gefühle, mein persönliches Textverständnis hineinlegen in das Lesen und damit eben ja, bewirken, dass diese Begegnung vielleicht stattfindet, die ja letztlich natürlich in Gottes Hand liegt. Und es gab in der Tat Menschen, die auf mich zugekommen sind und diese Begegnung hatten. Und die Worte haben sie berührt und es hat in ihnen was ausgelöst. Und wenn man dazu beigetragen hat, ist das natürlich eine unglaublich große Freude. Ich bin Diakon, ich bin also der erste Diakon, der Domzeremoniar geworden ist. Also es sind zwei Paar Stiefel, erstens als Domzeremoniar und zweitens als Diakon für die Seelsorgsmithilfe. Ich habe mir das gut überlegt, weil ich eigentlich sehr gerne in der Seelsorge tätig war und mir gedacht habe, so viel ist da nicht los am Dom mit den wenigen Katholiken. Habe es dann aber doch gerne gemacht und bis heute mache ich das sehr gerne. Also zunächst einmal liegt die größte Arbeit wohl in der Vorbereitung eines großen Bischofsgottesdienstes. Es gibt natürlich unsere Domessner, die ihren Dienst hervorragend versehen. Aber hier nehme ich schon auch Einfluss, wenn ich einmal ein besonderes liturgisches Gefäß haben will oder mir gut erscheint, besser erscheint oder eine bestimmte Art von Messgewand. Da achte ich schon drauf mit und greift damit ein oder die Zahl der Kommunionen muss abgeschätzt werden. Da bin ich schon mit einbezogen. Da müssen die Dienste bestellt werden, manchmal auch eingewiesen werden. Manchmal gibt es auch eine Probe, ist eine Probe nötig. Die Konzelebranten müssen gebeten werden und eingeteilt werden, die Diakone. Dann muss der Gottesdienst also theoretisch vorbereitet sein. Ich setze mich mit der Dommusik ins Benehmen und erstelle dann einen Gottesdienstplan, einen schriftlichen, damit sich jeder orientieren kann. Ja, ich gebe das Tempo vor, ich gebe auch Tipps, wie sie gehen sollen. Wir haben da ein Plattenmuster und das ist sehr hilfreich, wenn man da eine Formation bilden soll. Was nervös machen könnte, das sind wohl zwei Richtungen. Das sind die vielen Leute, das große Haus, die vielen Leute und der Erzbischof und das Domkapitel. Das fordert schon heraus, so eine Situation. Dann müssen alle ihre Plätze finden. Das ist im Dom oft sehr nicht so einfach, denn es sind ja fremde Priester, fremde Diakone. Man muss wissen, wo die hingehen sollen. Da muss ich behilflich sein, das ist oft sehr wichtig. Dann müssen die Einsätze, wenn ich jetzt mal so sagen will, gut und bestimmt kommen. Manche Lektoren sind unsicher, wissen nicht, soll ich jetzt anfangen oder nicht. Ich achte vorher schon darauf, dass er ja nun sich bereit findet. Was passieren kann, ist, dass ein falscher Text gelesen wird. Das ist natürlich dann sehr fatal. Kommt kaum vor, aber gab es schon. Mir liegt sehr viel dran, dass alles nach dem Messbuch geht. Das ist schon, sagen wir mal, meine Gestaltungsmöglichkeit, hier korrigierend auch einzuwirken, dass man nicht etwas ins Kraut schießen lässt, was nicht der Liturgie entspricht, nicht den liturgischen Büchern entspricht. Ja, die große Herausforderung ist, dass der Dom eine vorbildliche Liturgie haben muss. Es hat eine Signalwirkung und soll vorbildhaft sein. Und einer muss ja da sein, auf den man sich konzentrieren kann, wenn man unsicher wird. Also ich bin also zuständig für einen unbeschwerten Ablauf der Liturgie. Thank you.
Also ursprünglich war ich hier Domsingknabe und wurde dann hier gefirmt. Und danach kam ich dann hierher als Domministrant, nachdem ich unseren Domzeremonial gefragt habe. Also ich bin Domministrant geworden, weil also mein Bruder war schon Domministrant. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann werde ich auch Domministrant. Also er hat einfach Dinge erzählt, ja, und das fand ich halt dann toll. Und dann bin ich halt auch Domministrant geworden. Das Besondere hier am Dom ist, dass wir eben hier in der Kathedralkirche sind, am Bischofssitz vom Kardinal. Und da haben wir sicher eine gewisse Vorbildfunktion inne. Und deswegen müssen wir sicher auf ein gutes Gesamtbild achten. Und natürlich auch, dass wir hier mehrere Priester da haben. Wir haben die Domkapitulare, die Domvikare da. Die achten natürlich auch darauf, wie machen wir unseren Dienst. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir dann insgesamt schon zuverlässig sind und dass wir das dann auch rüberbringen. Also in den ersten Gottesdiensten ist es halt dann noch sehr aufgeregt. Aber dann legt sich eigentlich langsam die Aufregung. Man ist zwar dann immer noch angespannt, vor allem bei Bischofsgottesdiensten, aber dann irgendwann ist man dann nicht mehr so aufgeregt und dann kann man es halt. Also wir sind 50 Ministranten insgesamt hier im Dom. Vor großen Bischofsgottesdiensten, also beispielsweise vor der Fronleichnamsprozession, wird bei uns am Abend vorher alles nochmal durchgesprochen. Jeder wird in seinen Dienst eingewiesen vom Domzeremoniar, der es dann insgesamt auch koordiniert. Und das ist so insgesamt das Grundsätzliche. Die normalen Gottesdienste werden durch eine kleine Einführung einmal bekannt gegeben, wie es gemacht wird, und so läuft es dann immer. Ja, also man sollte schon, also jetzt nicht so dahergeschlender kommen mit Schlabberjeans und oder irgend sowas und mit durchlöcherter Jeans, sondern man sollte schon mit schwarzer Hose und schwarzen Schuhen oder, und wenn es auch geht, mit weißem Hemd kommen. Also ich muss ehrlich sagen, mir macht es einfach Spaß. Und das ist einfach auch, wenn ich besonders jetzt am Dienstagabend mache, da ist es ein Ruhepol auch in der Woche, an dem man auch, finde ich, Kraft schöpfen kann. Und das ist mir schon wichtig. Und deswegen mache ich das auch gern hier. Und auch die Atmosphäre mit anderen Ministranten an Bischofsgottesdiensten ist immer sehr gut. Und das gefällt mir. Deswegen mache ich das. Wir haben natürlich zwei Kathedralen. Das ist in München etwas Besonderes. Also müssten wir noch besser sein als andere Diözesen, weil wir zwei haben. Natürlich hat Freising auch eine besondere Bedeutung. Dort liegt der Gründerbischof Corbinian. Das ist für mich immer sehr bewegend, wenn ich an seinem Grab bin, in der Krypta. Aber hier bewegt mich zum Beispiel besonders, dass meine Vorgänger hier begraben sind, die ich auch besonders als Orientierungsgrößen habe. Ich beschäftige mich immer wieder mit der Geschichte, sodass natürlich dieser Dom auch ein geistlicher Ausgangspunkt ist für mich persönlich, weil ich hier Gottesdienst feiere. Und das gibt mir am meisten Kraft, muss ich sagen, im Volk Gottes, mit dem Volk Gottes zusammen die großen Feste des Glaubens zu feiern. Das trägt mich sehr. Und deswegen ist es für einen Bischof einfach von großer Bedeutung, dass die Domkirche, wo er in der Regel auch an den Feiertagen predigt, ihm auch am Herzen liegt, also dass man sie auch persönlich mag. Und ich entdecke immer wieder neue, schöne Seiten am Dom. Nein, ich bin mit diesem Dom sehr zufrieden und freue mich, dass ich hier Gottesdienst feiern kann. Natürlich ist es schön, mit einer großen Anzahl von Gläubigen in einer festlichen Stimmung auch wirklich äußerlich zum Ausdruck bringen zu können, wie wir uns freuen darüber, dass wir Jesus gefunden haben, dass wir ihm begegnen dürfen. Auch die Liturgie in ihrer ganzen äußeren Entfaltung ist für mich sehr, sehr wichtig, für mich persönlich, und das stärkt und ermutigt mich. Ich meine, ich weiß, dass ich wenig Zeit habe, mal zum Spazierengehen, aber wenn die Gelegenheit da wäre, den Dom eben zu Fuß zu erreichen, wäre das schon schön. Ich glaube, der Bischof gehört schon in die Nähe des Domes. Das ist seine Kirche. Und da sollte er nicht erst mit dem Auto oder mit der U-Bahn anfahren müssen, bevor er die Kirche betritt. Es gab mal Kaiser Ludwig. Kaiser Ludwig? Ja. Is it a king or Kaiser. Kaiser ist 347 gestorben. Bitte. Es ist natürlich schon schwierig, weil ich kann kein Englisch nicht.
ein paar Brocken. Gell. Wenn sie zum Beispiel nach dem Turm fragen oder was, das kann ich noch einer in Englisch sagen, aber sonst, oder wenn noch jemand nach dem Teufelstritt fragt, gell. Das ist eigentlich das Hauptanliegen von den Touristen. Das kann ich dann in Englisch noch sagen. Also zumindest auf die Leute aufpassen, dass die Leute sich anständig verhalten. Dann Kerzen auswechseln oder auffüllen. Dann die Absperrungen wegnehmen oder zumachen. Das sind die Hauptaufgaben. Ja, also wenn sie zu offenherzig sind, soll man mal oder bauchfrei sein. Dann reden wir schon an. Okay. Aber so im Großen und Ganzen, das hat es jetzt nachlassen. Früher waren es da schlimmer. Jetzt sind sie mehr offenherzig und nicht mehr bauchfrei. Das Lustigste war halt, wie da vorne einer gesessen ist und hat da seine Brotzeit ausgepackt und hat dann das Essen angefangen. Okay. Dann habe ich natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht geht. Okay. Und dann, ja gut, dann hat er uns schon zusammengepackt und ist gegangen. Das ist da der Kollege, der war früher beim Aufzug fahren. Und dann, wie das aktuell geworden ist, dass da Leute suchen, dann hat uns der verständigt. Da waren wir gerade ein Jahr in Rente. Und dann hat er gesagt, wir sollen uns einmal bewerben. Und das haben wir dann gemacht. Gell. Und dann sind wir auch eingestellt worden. Also ich bin Katholik. Gell. Und sie nehmen auch wahrscheinlich bloß Katholiken. Gell. Also das nehme ich an. Und das liegt mir eigentlich, das muss ich sagen, das ist eine recht schöne Beschäftigung. Ich brauche nicht schwer arbeiten. Das ist für mich ein bisschen eine Abwechslung, würde ich sagen. Dass ich zweimal in der Woche, dann bin ich unterwegs, komme unter Leute. Das ist recht schön, gell? Ist es schön, dass es einen Domkapellmeister oder eine Kapellmeisterin gibt und einen Domorganisten. Und die arbeiten eben Hand in Hand. Das heißt, ich bin für die Chöre zuständig, für die Ensembles, für die Konzeption und Planung der Hauptgottesdienste, der besonderen Gottesdienste mit unserem Herrn Kardinal. Und vormittags muss man die vorbereiten, die ganzen Proben. Aber man geht auch auf die Suche nach was ganz Neuem oder nach was ganz Altem, um das auszugraben. Da gibt es in die Vormittage schon auch reichlich damit gefüllt. Und nachmittags kann ich dann die Begeisterung an die Chöre dann weitergeben. Sehr gut, nochmal. Rose. Rose. Sehr gut. Rose. Gemeinsam. Rose. Rose. Ich habe Kirchenmusik studiert und habe mich dann sehr wohl gefühlt in der Chorarbeit und auch in der Kinderchorarbeit und habe einen Weg für mich gesucht, wie ich das weiter verfolgen kann, auch für mich selber. Ich bin immer froh, dass ich mich auf alles einstellen kann und dass ich selber einfach so eine Erfüllung drin finde, wenn ich die Kinder dann vor mir habe. Und wir haben ja die schöne Konstellation, dass wir Domsingknaben und eine Mädchenkantorei haben mit verschiedenen Chorgruppen, von altersgerecht eben abgestuft. Die Kinder merken zum allererst sehr viel von der Musik, was sie emotional anspricht. Und da sofort zu vermitteln, was ich auch emotional wecken will in den Kindern. Also in der Probe, auch in jeder Probe hellhörig sein für die Bedürfnisse und den eigenen Plan aber nicht aus den Augen verlieren. Das ist einfach schon eine Herausforderung. Und zu vermitteln, was ich für einen Auftrag habe, dass ich den Kindern wirklich ihr Leben auch bereichere und dass sie merken, was das Singen alles sein kann. Nicht nur zum Gottesdienst hin üben, sondern einfach auch atmen, gut stehen und geerdet sein und durchs Leben kommen. Also es ist einfach eine sehr vielfältige Arbeit, die mir sehr viel Freude macht. Ich glaube, jeder hat seinen eigenen Stil, ob Mann oder Frau. Und jeder Künstler findet seinen eigenen Weg und seine eigene Interpretation. Und da bin ich halt eine unter vielen. Und das darf den einen gefallen, den anderen muss es nicht gefallen. Jeder darf sich angesprochen fühlen.
Also es gibt eine Schnittstelle und es ist ganz wichtig, dass wir den Domzeremoniar haben am Dom und der hört eben oder weiß auch aus der Erfahrung, wie die Gottesdienste laufen, was wichtig ist und wie man die Gemeinde beteiligt. Und wenn der Kardinal besondere Wünsche hat, dann erfahre ich das eben dadurch. Also da ist einfach ein reger Austausch und der ist, glaube ich, wichtig, damit dann die Musik sich auch so entfalten kann, dass sie zur Ehre Gottes erklingt und alle sich da aber mit reingenommen fühlen. Auch die Gemeinde, dass das nicht nur ein Zuhören ist und ein Gottesdienst mit Konzertcharakter, sondern ein lebendiges Feiern. Herr, ich schrei zu dir, vernimm mal.